Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Watchdog Part 13. Ich bin ein Voldiboy und wenn ihr mein Logo unten rechts anklickt, habt ihr so die Möglichkeit, meinen Kanal direkt zu abonnieren. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um über jeden neuen Upload informiert zu werden. Genau, wir stehen hier im Regen, aber schaut euch mal die Traummaschine an, die hier auf mich wartet. Und zwar haben wir ja die Werft, die Yachtwerft Racine, wo wir sollten ausspionieren. Und ich denke, wir sind da relativ in der Nähe. Ich hätte mir allerdings ein kleines besseres Wetter für die Mission gewünscht. Okay, das wäre jetzt der hintere Teil. He? Das passt mir nicht. Ich denke, ich möchte viel lieber wieder beim Vordereingang anfangen. Schaut mal, das Tor ist gang noch offen. Das haben wir doch aufgemacht. Okay, also. Stimmt, Mission müssen wir annehmen. Finden Sie den Zugangscode zu Racines Büro. Okay. Das Wetter ist irgendwie ein bisschen schlecht, aber ich denke, das, was wir suchen, das befindet sich sowieso nicht von außen. Erfahrungsgemäß sogar müsste das eigentlich innen sein. Und zwar. Ja, ja. Mann, da hat es einen Panzerten. Achtung! Oh, da hat es einen Panzerten, Mann! Okay, oh, eine Sprengmöglichkeit. Und einen Panzerten. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann! Okay, ich habe eine Idee. Aber es muss einfach aufgehen. Ja, der kommt voll hier an. Okay, ganz ruhig bleiben. Warte, warte. Jetzt Kommunikator stören. Und sprengen. Das hat sehr gut geklappt. Sprengmöglichkeit entdeckt. Okay. Wie macht man das aus? Okay, der hat es auch genommen. Okay. Sprengen. Schade, das ist jetzt. Leider ist das jetzt ein bisschen zu früh gewesen, das hat nichts gebracht. He. Ja, aber das macht ja nichts. Wir suchen ja einen Zugangscode. Wir suchen ja einen Zugangscode. Kann Verstärkung rufen. Hm. Kamera. Mal schnell schauen. Hm. Der ist es auch nicht, hä? Sprengen? Ja, das kann ich. Oh, mal. Das hat etwas gebracht. Hoho, sehr gut. Okay, sehr cool, auf jeden Fall. Aber den Typ haben wir leider immer noch nicht gefunden. He? Wo ist er? Hier ist er nicht. Ich sehe da drüben nach. Kamera. Kamera. Hey, da verarscht uns doch wer, ne? Findet ihn. Da ist etwas gewesen. Da ist etwas gewesen. Ich sehe da drüben nach. Ich gehe weiter. Ah, jetzt gehen wir durch raus, das nützt gar nichts. Jetzt müssen wir schnell schauen. Sprengen wäre da auch wieder eine Möglichkeit. Mal warten. Ich hab hier nix. Ich geh weiter.
Nein, das hat nichts gebracht. Scheiße ist hier. Ich suche da drüben. Kann Verstärkung rufen. Das nützt uns leider nichts. Ich gehe weiter. Aber ich möchte mich nicht wieder neu einloggen. Hier ist gar nichts. Ich suche woanders. Ist doch spannend, oder? Man weiß nie, wo der Typ anläuft. Vielleicht ist es jetzt genau der. Achtung. Sprengmöglichkeit entdeckt. Im Ernst? So geil, es hat beide genommen. Okay, das ist sehr gut. Da hacke ich mich gerne noch einmal rein, auf jeden Fall. Es hat wirklich beide genommen. Ich habe es nämlich noch gedacht. Bin aber nicht sicher gewesen. Okay, wie auch immer. Er muss irgendwo hier sein. Und wir werden es finden, wir werden es herausfinden. Sie sind wieder hier. Hier ist nichts. Ich gehe weiter. Jetzt, das ist ein. Okay, der Sicherheitscode haben wir. Ist er nicht. Ich sehe da drüben nach. Gibt es noch irgendeine Sprengmöglichkeit? Hey. Wir sind hier fertig. Nein, das bringt gar nichts. Das bringt nichts. Ich denke, jetzt müssen wir angreifen. Wir können nicht mehr warten. Am besten snipern, wenn das irgendwie möglich ist. Weil, ich will natürlich nicht, dass sie da irgendwie können Verstärkung holen können. Weil ich vermute stark, es käme dann noch einmal so einen Panzer. Das wäre natürlich nicht so cool. He? Ich muss schnell schauen. Wo ist denn unsere Waffe? Unsere schallgedämpfte Waffe, ich finde sie nicht. Wir brauchen mehr Leute! Das machst du jetzt aber nicht, hey, ich sag das, hey. Hat er das jetzt noch geschafft? Hat er jetzt noch Verstärkung geholt? Nein, glaube ich nicht. Okay, alles klar. Das kommt gut. Das muss gut kommen. Ja. Der Computer. Ich hack die Kameras durch den Computer. Die singende Forelle! Oh, lieber nicht, das könnte dann noch irgendwie so urheberrecht geschützte Musik sein. Das muss ich eigentlich nicht haben. Ich warte mal schnell, bis der aufhört. Ich will nicht, dass wegen dem mein Gameplay irgendwie wieder auf YouTube gesperrt wird. Das fände ich echt nicht lustig. Okay, er hat aufgehört. Nein, so streng werden sie wohl nicht sein, also. Aber man weiß es nie. Bei Far Cry 5 war es so gewesen. Da hatte ich wirklich Probleme gehabt. Engagiert Anwalt für Insolvenzrecht. Legst du mich aufs Kreuzband? Ich habe die Pierce-Frau gebracht. Die Frau, ja. Aber ich sagte doch, lass das Kind in Ruhe. Glaubst du, ich bezahle dir mehr? Du machst alles komplizierter. Wer ist da hinter mir her? Hast du den geschickt? Hab ihn nicht geschickt. Aber ich hätte dich wohl vor Eden warnen sollen. Du musst mir helfen, oder ich sag ihm alles, was ich weiß. Und genau deshalb weißt du nichts. Er wird nicht erfreut sein, wenn er das rausfindet. Scheiße, Mann, und jetzt? Gib dir Mühe. Viel Glück. Aha. Okay, er ist ganz klar, der Entführer von der Niki, hä? Du meinst, du kannst mich... Es
Sorry, aber das ist jetzt wirklich zu offensichtlich gewesen. Okay. Wir müssen uns konzentrieren. Wo geht's weiter? Ausschalten. Oh, kann ich erst da irgendwie mit dem Granatwerfer? Ah, der fährt schon los. Nein, das funktioniert nicht. Okay. Zielperson schon fast außer Reichweite. Geht's eigentlich noch, Mann? Hallo? Finden Sie endlich jemanden hier raus, okay? Wird gemacht. Ich werde ihn von der Straße schubsen. Oh, super, jetzt kommen wir noch fixer. Egal, wir kümmern uns lieber nicht drum. Ich halte ihn auf! Mann, verdüst die Mann! Das ist die Chance, rammt ihn! Und schon ist wieder Nacht, Mann. Wieso nur? Das Spiel nervt mich in dieser Beziehung sehr. Das mit dem hohen Nachtding. Achtung, Waffe! Naja, das bringt nichts. Ich versuche ihn zu rammen. Tschüss! Blam, 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 blam. Achtung, Brücke! Ich hab's noch geschafft, ihr nicht mehr. Okay, jetzt Ampeln. Ja, das bringt noch nichts. Da müssen wir Geduld haben. Da müssen wir Geduld haben. Ich nicht anders. Gut aufpassen! Findet ihn, verdammt! Das muss doch irgendwann klappen, Mann! Okay, wo fahrt der durch, Mann? Oh, Mann, die sind natürlich jetzt wieder hinter mir her. Hab die Drecksau! Hab die Drecksau! Okay. Du musst dich einfach innen reinfahren, oder wie? Nein, jetzt! Ja, du spürst jetzt gerade was, das sage ich dir. Voila! Ich glaube, das haben wir geschafft. Das haben wir geschafft! Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir entkommen. Wobei... Ja, wir können sie einfach auch umbringen, also ich finde auch, also warum eigentlich nicht? Es macht auch viel mehr Spass, finde ich, wenn wir einfach immer abhauen, also... Ich finde auch, wir müssen die sicher ausschalten, weil sonst sind die immer hinter uns. So, wunderbar. Verarsch mich nicht, Aiden. War ich nicht deutlich genug? Lass die Finger von Jackson. Ja, was das angeht. Ein Angestellter war etwas übereifrig. Dein Neffe ist nicht auf meinem Radar. Aber wenn du wieder eigene Wege gehst... Hol meine Schwester ans Handy. Hör mal. Glaubst du, du hättest hier was zu sagen? Du sprichst mit Nikki, sobald du etwas Nützliches für mich hast. Folge der IP-Adresse und wir reden. Im Moment verschwendest du nur Zeit. Genau, das ist so. Wir verschwenden Zeit. Jungs und Mädels, wir sehen uns wieder beim Let's Play Watch Dogs Part 14. Ich bin ein Volleyboy und wenn es euch dem gefallen hat, so gut. Weiß genau, hinterlönt mir bitte ein Like oder schreibt etwas in meine Kommentare. Und wenn euch mein Gameplay ganz besonders fasziniert, dann würde ich mich freuen. Halt mal den Rand, Aiden. Okay. Wenn ihr Abonnenten werdet. Bis die Tage. Freue mich auf euch. Aber ich werde ihn irgendwie erwischen.